Hallo zusammen, es ist wieder Mittwochabend, wir haben den 20. Juli, salve a tutti. Bevor ich mit dem Film anfange, es ist folgendes, es sind ja spannende Zeiten. Ich mache am nächsten Dienstag, und zwar bewusst spät, wenn es hoffentlich nicht mehr ganz so warm ist, um 19 Uhr auf Geheiß von Active Trade wieder so ein Webinar, dieses Wunschkonzert. Ja, Ihre Wunschaktie analysiert durch Profi-Trader, das bin ich. Und ich werde unter YouTube den Anmeldungslink schicken. Ihr könnt euch wieder Aktien wünschen und die werde ich dann dementsprechend analysieren. Jetzt ist es so, das war das letzte Mal für mich sehr verwirrend. Die kamen auf Facebook rein und per Mail und unter YouTube und alles Mögliche. Bitte die Aktien, die ihr euch wünscht, nur über diesen Registrierungslink. Wie gesagt, ihr stellt den unter YouTube unten rein. Ich habe gesagt, komm, lass uns 19 Uhr machen, da sind mehr Leute zu Hause, es ist ein bisschen kühler, hat man vielleicht auch schon das erste Bierchen drin. Und ich gucke mal, dass ich so 10, 12 Aktien wieder hinkriege. Es wäre mir sehr recht, wenn ihr es nicht macht unter YouTube, weil dann kann Active Trade das auseinandernehmen, schickt mir die Liste, ich suche es raus, und zwar die, die am meisten gewünscht sind und die, die ich nicht so oft drin habe. Ja, also nicht wieder die Daimler, die 70. oder Siemens, die 80., sondern vielleicht mal andere Werte. Aber wünscht euch, was ihr wollt. Und wie gesagt, ich stelle den Link unter YouTube. Registriert euch da bitte. Ja, heiße Zeiten, sprichwörtlich. Und innerhalb von Minuten passiert hier irgendwas, nach oben oder unten. Das ist das, wovor ich warne. Das ist schön, wenn man das mit kleinem Zeug mitmacht. Ist natürlich besser, wenn man es mit großem mitmacht. Aber ich halte es nicht für einen Markt, wo man groß dabei sein muss, weil das kann innerhalb von Minuten, kann sich hier alles ändern. Ich habe das Gas noch nicht fließen sehen oder strömen, wie auch immer man da sagt. Das soll erstmal was kommen und da möchte ich auch gerne wissen, wie viel da kommt. Ja, ich finde es schön. Ich glaube nicht, dass es sich bei dieser Bewegung um Short-Eindeckungen von den Leuten handelt, die wir mal vor 3, 4 Wochen besprochen hatten, Ray Dalio und sowas, die also von meines Erachtens nach hier oben irgendwo short sind. Das glaube ich nicht. Die Jungs, die haben Stehvermögen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und die Gefahr, dass wir runtergehen, ist auch noch nicht vorbei. Tatsächlich ist es ja so, dass dieser Doppelboden hier, der ist jetzt stabiler. Ja, wir haben ihn ja nochmal hier bestätigt. Also es ist schon fast ein Dreifachboden. Wir waren ja hier, glaube ich, bis 50 Punkte dran. Aber wir haben mit dieser 13.360 zu kämpfen. Diese blaue Linie hier, die habe ich jetzt für alle Fans von der EMA 50 mal reingemacht. Waren wir heute dran. Wir sind auch am oberen Bollinger Band. Wir waren gestern an diesem Trendkanal, heute drüber und schließen drauf. Wir haben aber auch den Freund hier. Na, komm her. Jetzt will er nicht. Also das ist das, das sind die Hochs hier vom 27.06. und vom 28.06. Also lehnt euch bitte diese Linie hier rüber. Ich kann die jetzt, weil die in den Bollinger Bändern drin steckt, nicht verlängern. Das heißt, das ist nach wie vor ein ganz schöner Klotz. Der ist gleichzusetzen mit der 12.200 beim Nasdaq. Das haben wir jetzt endlich mal dieses Dreifach-Top rausgenommen. Das ist gut. Die Differenz zwischen den beiden Indizes hat sich auch wieder deutlich reduziert, liegt so um die 820 Punkte, aber das nur nebenbei. Also wie gesagt, wir haben jetzt hier oben einen fetten Widerstand. Aber wenn nochmal eine gute Nachricht kommt, oder vielleicht morgen die EZB, ich gehe davon aus, dass sie irgendwas zwischen 0,5 und 0,75 machen. 0,25, dann braucht sich die gute Christine gar nicht aus dem Büro rauszutrauen, dann wird es mit faulen Eiern beschmissen. 1% muss nicht sein, aber irgendwo dazwischen. Und bei 0,75, man glaubt es kaum, kann ich mir vorstellen, dass der Markt auch eher wieder steigt. Schon verrückt, ne? Vor 2 Jahren haben wir uns über jede Zinssenkung gefreut und jetzt freuen wir uns drüber, wenn die Zinsen anziehen. Als nächsten Widerstand rein vom Chart her habe ich dieses Gap hier. Das ist vom 10.06. und da war der Schlusskurs bei 13.761. Der liegt also da, wo jetzt die Maus hier ist. Da. Kann er machen. Gar keine Frage. Nochmal, ich glaube nicht, dass das großartige Short-Eindeckungen waren. Die lassen sich ein bisschen Zeit. Ich glaube eher, das sind Leute, die oder Investoren, die sagen, okay, jetzt geht es doch wieder los mit dem Gas. Hurra! Wie gesagt, ich glaube das noch nicht. Ich möchte es gerne erstmal strömen sehen. Von der Technik hier sind wir weiter positiv über den Trendfolger. Das stabilisiert sich ja, das sieht gut aus. Nirgendwo ein Umkehrsignal. Wir gelten als überkauft über den Oszillator, aber das heißt ja nichts. Das kann sich über Tage machen. Ich brauche so ein Signal hier. Das hier
Schaut mal, was das dann hier oben ausgelöst hat. Ja? Ich will einen Schlusskurs, der mit der Stochastik unter 80 ist. Da bin ich nach wie vor sehr statisch. Was habe ich hier sonst noch? Die Scheine. Die Scheine, die ich mir ausgesucht habe, aus den 32.000, die Zahl wollte ich auch mal rüberrufen, 32.000 offenen K.O.-Scheinen, habe ich folgende gewählt, beide mit dem Hebel von 22. Den Call 12.712, da legen wir unterhalb der 20-Tage-Linie und unterhalb des Lows von gestern, das war bei 12.825. Was übrigens ziemlich genau das Schließen war von diesem Gap hier, von 2 Tage vorher. Das ist die GK7UYM. Als Put habe ich eingenommen, weil ich muss damit rechnen, dass er durchaus auch mal über Nacht hier drüber gehen kann, habe ich eingenommen mit der Basis 13.871. Da sind wir hier oben hinter diesem Gap. Und wenn das Gap geschlossen ist, muss man mal ganz genau schauen, wie verhält der Freund sich da. Und dann habe ich genügend Zeit, um den also auch noch schließen zu können, ohne die Prämie zu verlieren. Das ist die GX8SL8. GX8SL8. Ja, 32.000 Scheine offen. Das ist eigentlich eine normale Zahl, aber ich habe die nie genannt. Aber vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Interessant fand ich heute oder immer wieder die Bayer. Ich habe es gestern um 15 Uhr habe ich einen Film vorbereitet. Da standen die noch bei 55,80 oder 56 und auf einmal waren sie dann am Nachmittag waren sie dann irgendwann bei 59. Ich habe gesagt, dann brauche ich den Film auch nicht mehr zu machen. Das fand ich interessant. Bei den Banken fiel mir auf, dass die heute Morgen sehr stark gestiegen sind, aber haben auch dann doch deutlicher wieder nachgegeben. Ich habe es heute so gemacht, ich habe diesen Tag genutzt. Ich habe fast alle Positionen glattgestellt, fast alle. Was ich jetzt noch habe, die habe ich immer wieder, Berkshire Hathaway. Ich habe die Ansparpläne, von denen ich ja gesagt habe, dass die beiden Tranchen im Juni, die ich nicht gemacht hatte, von Januar bis Juni, die habe ich dann gesammelt und habe die im 15. Juni und jetzt hier am 15. Juli habe ich die einfließen lassen. Das behalte ich auch. Ich habe weiterhin Activision Blizzard, weil ich nach wie vor davon ausgehe, dass da bald das Okay kommt für diese Übernahme. Seitens Microsoft. Ansonsten habe ich mich hier endlich mal entlastet. Weil es ist so heiß, ich muss das ehrlich sagen, ich warte jeden Moment drauf, dass hier wieder so ein Minion irgendwie am Fenster klopft und schmeißt mir hier einen Ring rein, wie bei Herr der Ringe. Schon warm. Und ich will an See. Das ist also, ja, es ist heiß. Und es bleibt doch heiß. Jetzt bin ich durch und ich wünsche euch ein Happy Trading und eine fette Beute. Bye, bye.